das Pantanal, so groß wie halb Deutschland. Ausritt hat Sarah richtig gut gemeistert. Das war mal richtig cool. Wir hatten Bedenken, gerade wegen den kaputten Knien. Aber es hat gut funktioniert, richtig gut funktioniert. Und jetzt machen wir noch eine kleine Wanderung zu Aussichtstürmen. Ich habe gelesen, 12 und 25 Meter hoch. Das ist jetzt meine Challenge. Bevor wir uns wieder mit Rupertino trafen, hatten wir nach dem Ausritt nochmal etwas Zeit, um uns frisch zu machen. Wir nutzten die freie Zeit wieder, um die Umgebung zu erkunden. Hier vor uns auf dem Weg. Zwei Agutis. Also ich denke, dass es Agutis sind. Wir sind auch einfach nur Wasserratten. Also Sarah meint gerade, das sind eher ganz normale Meerschweinchen. Hat Agutis. Und wenn jemand bei sowas recht hat, dann sie. Dann ging es los. Über einen Steg gingen wir übers Feuchtgebiet. Unter uns Kaimane an jeder Ecke. Leute, ich habe noch nie so viele Kaimane gesehen. Sarah hatte übrigens vorhin recht. Das waren Meerschweinchen. Agutis haben wir jetzt gesehen. Noch ein bisschen größer. Roberto sagte gerade, dass manchmal das Wasser so hoch steht, dass es hier über den Steg geht. Krass. Wir gingen weiter und entdeckten immer wieder Tiere in ihrem natürlichen Habitat. So, wie es sein soll. Rupertino zeigte uns, wie die Pantaneros eine Art Gelatine aus einer Pflanze gewinnen. Leider habe ich den Namen der Pflanze völlig vergessen. Wer es von euch weiß, haut es mir bitte in die Kommentare. Das ist hier jetzt gerade Übergang von Herbst zu Winter. Es sind 33 Grad. Richtig heiß, man schwitzt bei der kleinsten Bewegung, weil die Luftfeuchtigkeit auch so hoch ist. Aber es ist irgendwie gerade richtig geil, einfach hier zu sein.
Es gab einiges zu entdecken. Hier haben wir zwei verschiedene Termitenarten. Einmal diese Klassiker im Baum drin. Diese ernähren sich von den toten Parts der Bäume. Und einmal diese hier, ne? Man sieht es richtig, wie sie sie um den Baumstamm gebaut haben. Denn die leben eigentlich unterirdisch. Und wenn zu viel Wasser hier steht, dann gehen die nach oben bauen, am Baum entlang. Sie fressen den Baum aber nicht. Hier sieht man noch ein paar Baumreste, umklammert von der Würgefeige, die sich nämlich von ihrem Wirt ernährt, bis er groß genug ist. Richtig fieser Baum. Richtig fies. Hier sieht man nochmal eine ganz, ganz große Würgefeige. Und der Wirt schon lange nicht mehr da. Und hier ist das Ganze in Jünger. Da sieht man, wie die Wurzeln an den Seiten nach unten gehen und langsam den Baum einnehmen. Hier neben mir sieht man die Spur des Tapirs. Viele wollen immer den Jaguar sehen, freue ich mich auch drüber. Aber Sarahs Wunsch ist der Tapir. Also, Mission, wir müssen einen Tapir finden. Wir kamen an einen unfassbar idyllischen See. Das hier ist das perfekte Gewässer für Kaimane. Sie lieben ruhiges Gewässer, dort liegen sie auf der Lauer, denn sobald irgendetwas sich in diesem Wasser bewegt, können sie das sofort aufspüren. Sobald das Wasser in Bewegung ist mit einer Strömung, wirst du dort keine Kaimane finden. Aber hier wimmelt es nur so von Kaimanen. Leute, seht ihr das da? Scheiße. Tommy und Höhn, jetzt kam meine Challenge. Ah, Leute. Ach du Scheiße. Ich hab Höhenangst. Wow. Wow. 25 Meter. Tommy. Alter. Crazy. Wer hat's gepackt? Geil. 25 Meter. Drüben. Erklommen. Stark. Wir gingen zurück zur Lodge, um dort den Sonnenuntergang zu genießen. Und wen trafen wir direkt vor der Haustür? Kapibaras. Direkt vor uns. Mega geil. Mega.
Die Dämmerung setzte ein und wir warteten auf den Sonnenuntergang. Diese Stimmung, wenn die Sonne langsam untergeht, ist schon mächtig geil. Einen Punkt gab es allerdings noch auf der Tagesordnung. Wir zogen also nochmal los zu einer Nachtsafari. Wir waren gespannt, welche nachtaktiven Tiere sich uns zeigen würden. Das kennen wir von Afrika. Er sucht jetzt quasi die Umgebung ab nach Reflexion von Augen. Der erste Encounter ließ nicht lange auf sich warten. Es waren die hier omnipräsenten Kaimane. And the hawk, like a color hawk, black color hawk, and the jaburi stork. Ein paar Baby Kaimane. Wenn man genau hinsieht, sieht man die Reflexion ihrer Augen. Darauf folgte die erste für mich richtige Entdeckung. Ein Wasserbüffel. Und gerade gesagt, wir hätten nicht geglaubt, dass die hier existieren. Aber ganz ehrlich, ne? Pantanal, Sumpfgebiet, Wasser, macht ja eigentlich Sinn. Schön. Brasilianische Nachtleben, von dem alle gesprochen haben. Diesmal haben wir nicht so viel Glück, hä? Ein paar Hasen, Füchse haben wir gesehen. Vögel, Pferde, Wasserbüffel. Man riecht zwischendurch das Tier, und wir sehen es nicht. Was soll ich sagen? Eine Safari ist immer eine Art Glücksspiel. Du weißt nie, wer sich dir wann zeigt. Und manchmal bleibt der gewünschte Big Encounter eben auch mal aus. So, wir sind wieder zurück. Der Big Encounter ist ausgeblieben, obwohl wir noch einen Ameisenbär gesehen haben. Das war natürlich schon ziemlich cool. Und dann kommen wir in der Lodge an und da sind die Capybaras. Auch gut. Auch direkt hier vor unserer Haustür. Moment, ich stelle mal um.
direkt vor der Haustür. Richtig geil. Da freut man sich richtig auf den nächsten Tag.